Bam, Leute! Und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda. Majora's Mask! Oh yeah! Ich hab richtig ordentlich gegrindet, Alter. Hier, drei Feen. Ist eigentlich recht easy. Man geht einfach vor die Zora-Höhle, holt sich die Fee aus dem Krug, geht in die Zora-Höhle ein, geht wieder raus und holt sich eine weitere Fee und so weiter. Ja, also das war kein Problem. Und da bin ich mit meiner Buddy Löwenschildkröte wieder hierher geschippt und jetzt stehe ich wieder vor dem Bossraum. Letztes Mal haben wir ein bisschen gefailt, ja, gegen den Gyros-Wächter. Ich nenne den jetzt so. Weil der mir ein bisschen viel Schaden macht, wenn ich ihn angreife. Und ich wollte ja letztes Mal noch ausprobieren, ihn eventuell in der Luft zu catchen, so dass er an Land fällt, quasi. Also sobald er drüber springt, dass ich ihn dann irgendwie stunnen kann und der dann zu Boden fällt. Das wollte ich ausprobieren und dann wurde in die Kommentare geschrieben, dass ich auch das Schild eventuell probieren kann, wenn ich ihn schlagen will. Ich weiß zwar nicht, ob das geht, aber wir werden mal gucken, wenn das andere nicht klappt, ne? Wir werden mal gucken. Die Tür öffnen. Hi. Bims wieder. Wenn wir hoffentlich genug Leben haben, von daher, let's go. Und Link bricht sich immer noch keinen einzigen Knochen. Er landet sanft wie eine Feder. Und dann das. Kann ich das überspringen? Nee. Schade. Ja, guck mal, dann sehen wir hier den geilen Gyros-Wächter nochmal in Action. Ja, schön, schwimmi, schwimmi, ja. Hier, Algen. Lecker. Oh, ja. Da ist ein Krug. Da ist ein Krug! Ob da was drin ist? Die habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. Das sind doch vier Krüge, also unter Wasser. Ui! Der Gyros-Wächter! Und er heißt übrigens nicht Gyrok, sondern Gyork. Ja, ja. Der Gyork. Okay, wo ist er? Da ist er. Ich möchte jetzt Folgendes ausprobieren. Okay, es funktioniert so semi. Man kann ihn in der Luft stunnen, aber er fällt leider nicht an Land zu Boden, sondern er springt wieder rüber ins Wasser. Okay, dann müssen wir tatsächlich das andere ausprobieren. Jetzt muss ich nur noch wissen, wo mein Schild ist. Und ich muss wissen, wo ich abtauchen kann. So. Ist das mein Schild? Das ist mein Schild. Moment mal, ich habe gar nichts... Macht das Schild schon Schaden? Wait. Nein, 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 please, please don't eat me. Alter, macht der viel Schaden. Das waren mindestens zwei Herzen. Okay, geh mal hoch, bitte. So, okay. Das muss ich jetzt nochmal ausprobieren, ob das Schild alleine schon Schaden macht. Das wäre ja, wäre strange. Oh, da ist er. Hä? Nee, ist er doch nicht. Ach, das war eine Seealge hier. Fuck. Wo ist er denn? Gyros-Wächter. Zeig dich. Da ist er. Okay, jetzt weiß ich immer, wo du bist. Alles easy. Ja, bams. So. Dann mach mal den hier. Irgendwie nicht. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich ihm vorhin Schaden gemacht habe, weil ich habe nicht geschlagen, ich habe nur mein Schild benutzt. Mal gucken. Ja, okay, das... Bin doch letztes Mal auch immer hochgekommen. Na gut, dann werden wir jetzt gleich unsere erste Fee verschwenden. Kann ich bitte irgendwie hoch? Dankeschön. Und irgendwie an Land, bitte. Das wäre zu reizend. Jetzt frisst du mich wahrscheinlich wieder. Nee! Alles top. Okay. Wo ist er? Gyros-Wächter. Komm schon, ich hab Hunger. Ich hab echt Hunger, Mann. Wieso springst du ins Wasser, Link? Okay, das war's. Ich bin tot. Aber ich bin ja so ein krasser Cheater mit drei Feen. Das ist kein Problem. Die werde ich wahrscheinlich alle brauchen und es immer noch nicht schaffen. Ja, heile mich. Ja! Danke.
Was war dieser komische Timer, der da die ganze Zeit aufploppt? Das macht mir ein bisschen Angst. Vergiss mal nach oben blick. Ja, schön machst du das. So, wo ist er? Da rechts war er, ne? Komm schon! Komm schon! Komm schon! Nice! Okay. Dann machen wir das jetzt folgendermaßen. Wir tauchen ab und casten unser Schild. Aber wir machen das so. Nur noch geschrieben, ich soll schwimmen. Okay, das Schild macht tatsächlich Schaden. What the fuck? Ich soll in ihn hereinschwimmen, wurde auch noch geschrieben. Warum macht das Schild Schaden? Ist doch voll OP. Nein, ich will nicht runter. Hilfe! Nein! Nein! Das. Okay, also ich glaube, davon kann man echt einfach nicht entkommen. Das ist einfach Game Over. Das ist wie beim letzten Bossfight. So, dann gehen wir nach oben, bitte. Jetzt hat er hier kleine Fische gespawnt. Das ist schön für ihn. Die interessieren mich aber recht wenig. Wo ist er denn? Da ist er. Kurz. Das war... Ich dachte schon, was ist denn jetzt passiert, ey? Hat er sich an Land geglitscht? Ich will irgendwie nach unten. Fuck. Okay, das hat nicht geklappt. Okay, dann sind wir gleich wieder tot. Und ich habe keinen Magi mehr. War da oben Magi? Ich hoffe es doch. Please, lass da Magi sein. Das sind Pfeile. Verdammt. Ja, wenn ich keinen Magi mehr habe. Ihr Schweine! Ihr Schweine! Was will ich denn mit Pfeilen? Mit Pfeilen kann man doch überhaupt nichts machen. Boah. Was will ich denn mit gottverdammten Pfeilen? Okay. Sobald wir das nächste Mal unten sind, holen wir uns die Krüge im Eck. So. So, abtauchen bitte. Okay, das hat geklappt. Dann bitte schwimmen. Dann möchte ich mir den Krug da holen. Komm schon. Da ist Magi drin, wusste ich's doch. Ja, und jetzt frisst er mich halt. Das ist halt echt eine Game-Over-Situation. Da kannst du nichts machen, damit du da entkommen kannst irgendwie. Oder verpasse ich hier irgendwas? Also, wenn er dich anfängt zu verfolgen, hast du halt keine Chance mehr. Okay, ich muss jetzt dringend hoch. Aber er wird wahrscheinlich nochmal grabbeln. So wie ich den Typen kenne. Komm, geh hoch. Na los! Dankeschön. Wo ist er? Da ist er doch. Na komm, nein! Link! Du Arschkrampe! Gut, immerhin hat er mich nicht gebissen. Ist er jetzt? Ist er nicht da hinten hingeschwommen? Nein, jetzt geh doch nicht immer ins Wasser, Link! Nein, aua! Wo ist er denn? Da ist er doch. Jetzt töte ihn! Ey, ich schaff das echt nicht. Okay. Jetzt aber. Nach unten. Dann schwimmen. Und dann fetten Schild. Putz! Dann nach oben. Ach, ich kann wie ein Delfin springen, Alter. Ja, und wieder Game Over. Es ist einfach zum Kotzen. Kannst halt nichts machen. So, jetzt kann ich nur hoffen, dass er mir genug Zeit lässt, wieder nach oben zu kommen. Was machen die Fische da eigentlich? Die sind einfach da. Die chillen hier live. Ich hoffe, ich muss mit denen nichts machen. So, wo ist er? Da ist er. Ja, komm. Wie sieh ihn doch an, Mensch! Das zum Teufel! Okay, er hat den hier gemacht, alles klar. Dann geht doch. So, ja. Jetzt lass ihn bitte doch einfach mal down gehen. Fuck! Oh! Wir haben ihn endlich, den Gyroswächter. Was für ein Arschkarpfen.
Alter. Ja, die Herzen brauche ich nicht. Kriege jeden Herzteil. Werde ich wieder aufgefüllt. Napp. Jetzt könnt ihr ja halten. Dankeschön. Oh. Na dann. Gib mir. Gib mir den Gyros-Teller. Du hast das Gyros vermessen. Das ist auf dich übergegangen. Nice, Digga. Der reine Geist, den diese Maske im Körper Gyros gefangen hielt, ist nun wieder frei. Sie gebührt der Dank für seine Rettung. Ja, ich habe ihn einfach umgebracht. Das ist kein Problem. Würde ich wieder tun. Ganz ehrlich. Oh nein, nicht die creepy Pedo, was auch immer, Szene hier mit den komischen nackten Dudes. Nein. Hey, hör doch, wir brauchen deine Hilfe. Wenn du dich jetzt abwendest, wird dieser Welt etwas Schreckliches zustoßen. Ihr seid die Einzigen, die dieses Unheil abwenden können. Das war es, was Tal uns sagen wollte. Red doch mal schneller! Ich kann nicht mit euren Freudenproblemen auch noch mich beschäftigen. Wenn eine Freundin Schluss gemacht hat, dann ist es halt so. Selber schuld. Ich verstehe. Wir sollen auch dem Letzten helfen. Ja, von mir aus, Mensch. Dann gebt uns ein Versprechen. Auch ihr werdet uns helfen. Ich will euch einfach hintergehen und ab die Post. Würde ich auch so machen. Ja, die Löwenschildkröte. Naja. Ohne das Löwenzeugs. Nun kann ich mich wieder zur Ruhe begeben. Auch ich muss den ewigen Gesetzen gehorchen. Doch werde ich durch den Schleier des Schlafes hindurch die Welt beobachten. Das Böse, das dieses Land heimsucht, ist noch nicht verschwunden, Freak. Aber erst, nachdem Lulus Stimme noch einmal meine Seele liebkost hat, werde ich wieder gehen. Ich glaube, die Götter werden das gestatten. Heya, heya, heya! What the fuck? Ja, heya, heya! Alles klärchen! Tschüss, ne? Ja, du gehst ja doch nicht. Ja, gut, ja, lass dir Zeit. Ich weiß, was mit dem passiert. Nee, der geht nicht. Der bleibt jetzt doch hier. Alles klar. Fee brauchen wir ja eh nicht holen, weil wir werden eh gleich wieder resetten. Aber Rubinchen würde ich gerne noch aufstocken, bis zum Maximum. Muss ich hier noch irgendwas machen? Wir können ja jetzt mit der Band spielen, oder? Lulu ist jetzt da. Moment, ich muss ja die Lichter anmachen, ne? Brauche ich die Feuerpfeile? Das will ich jetzt noch machen, bevor wir hier zurückgehen. Und theoretisch haben wir ja alles erledigt, was wir erledigen müssen. Aber vielleicht kriegen wir ja noch ein fettes Herzteil oder so. Wenn ich da hoch will, dankeschön. So, was steht an, Hüppchen? Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Lulu. Bitte komm doch zu unserem Konzert in die Stadt. Ja gut, ich verwandle mich doch schon in deinen Lover, also sag mir, was los ist. Pika, du bist wieder hier. Das ist gut. Ich war sehr überrascht, als meine Stimme diese einsame Insel in eine Schildkröte verwandelt hat. Ich glaube, das ist nicht ganz so richtig. Doch das Lied, das du für mich gespielt hast, auch meine Mutter hat es vor langer Zeit für mich gesungen. Ich legte diese Eier, weil sie mich daran erinnern sollten. Dieses Lied stammte aus meiner Kindheit. Daher hatte ich es schon vergessen. Ich habe dir Schreckliches angetan, Mikau. Aber jetzt ist alles wieder gut. Bald findet das Konzert statt. Lass uns mit den Proben beginnen. Ja, nice. Der Bongo-Mongo. 1, 2, 3. Der Emo-Gitarrist. Die geile Chick. Und wir. Und der Opa. Und die Lichter muss ich nicht anmachen? Wofür war denn das?
Es ist wunderschön, ja. Ich bin entzückt, ich bin begeistert. Meine Seele, sie ist frei. Okay, da hat er ja nicht so viel gebracht. Was ist denn mit dir, Emo-Boy? Mikau. Der Song, den Evan geschrieben hat, klingt genauso wie der, den wir damals gespielt haben. Ja, vielleicht ist es auch derselbe Song. Mal daran gedacht. Na, Opa? Boss? Rede doch mit mir, Mensch. Du willst nicht reden, ja gut. Ich rede auch nicht mit alten Knackern, weißt du? So einfach ist das. Hey, Bongo Mongo. Jetzt sind wir endlich wieder alle zusammen. Ich kann unser Konzert kaum erwarten. Okay, weißt du was? Ich mache jetzt einfach das Licht an. Ob ihr wollt oder nicht. So. Muss ich erstmal wissen, wo die sind. Da ist eins. Das ist... bisschen creepy. Na dann. Der ist an. Und der... bin ich zu lubig für. Ja, komm schon. Der andere ist bestimmt wieder aus. Da gibt gleich kein Maggi mehr. Also der ist an. Und dann bitte den hier auch noch. Ja, zu hoch. Fuck! Komm schon! Wie, der ist nicht! Ah, dankeschön. Okay. Können wir jetzt richtig fett abrocken? Richtig schön rumswaggen. Muss ich nochmal mit dir reden? Wehe, das setzt mein Feuer wieder zurück. Ich bring dich um, Alter. Ich hab kein Maggi nämlich mehr. Ich glaube, es singen zu dürfen ist ein Geschenk der Götter. Ja, und? Was kümmert mich das? Ich will spielen! Ich will Unreal Tournament spielen! Oder einfach... Opa, kann ich... Kannst du bitte... reden? Hier kann ich reden. Ich bin froh, dass ich diesen neuen Song noch fertig geschrieben habe. Das war großartig, Mika. Das ist wirklich ein musikalisches Genie. Ja, wow. Ich bin geflasht. Und jetzt? Was ist, wenn ich meine Ocarina ausnehme? Einmal so testeshalber. Passiert nichts, ne? Und wenn ich, was war jetzt das andere Lied? Die Kaskaden. Aber es ist kein Sound gekommen vorhin, also wird das nichts bringen. Nee. Schade. Ja, wie kann ich jetzt das Konzert starten? Das muss doch auch gehen. Für irgendwas muss man doch die Lichter anmachen. Was zum... What the hell? Geh ich eben mal zu den Zuschauern. Von mir aus? Ich weiß nicht, was ich hier mache, aber irgendwas mache ich. Hier? Ich glaube, ja. Dann gesellen wir uns doch mal zu den creepy Beobachtern. So. Ja, hi. Na? Alles fit? Reden. Mikau, der neue Song hört sich gut an. Ich mag ihn wirklich sehr. Ja, wie wär's, wenn wir ihn auch mal spielen? Keiner spielt die Gitarre besser als du. Ja, take that, Emo Boy. Wir sind besser. Ja, selbstverständlich kann ich eine Frage stellen. Das war ziemlich gut, wenn das Konzert auch so großartig wird. Ja, lass mich doch das Konzert starten, Mensch. Yeah, Mikau, du hast gesagt, nicht einmal umwerfen. Das ist total richtig. Dann kann ich mit den einen nicht reden, aber egal. Mikau, das ist uncool. Komm nicht zu spät zur Probe, aber die Vorstellung war ziemlich heiß. Okay. Also wenn ich mich in Linky Boy verwandle... Hast du das gehört? Das Konzert? Ah, in der Stadt wird garantiert... Es ist in der Stadt. Aber in welcher Stadt? In welcher Stadt? Ah, ich check immer noch nicht, warum ich die Lichter anmachen musste. Wofür? Was bringt mir das? Geh doch mal runter. Lass mich doch... Mensch! Lass mich doch runter. So...
Was passiert, wenn ich dich als Linky Boy anspreche? Freut mich, dich kennenzulernen. Ja, ja, gut, ja, komm. Also, dann gehen wir halt in die Stadt. Ich weiß noch nicht, wo ich die Lichter anmachen musste, aber ey, ich hab's getan. Hey, voll cool, jetzt ist hier Licht. Krass, Glückwunsch, Achievement unlocked. Sinnloses Licht angemacht. Nice. Wo geht's nochmal raus? Hier, ne? Ja, easy. Okay. Muss ich eigentlich gar nicht, weil ich spiele ja eh das Schwingenlied. Oder, ja doch, ich spiele das Schwingenlied auf jeden Fall, aber ich gehe noch nicht in die Stadt, sondern ich will noch kurz an den Strand und gucken, ob sich da noch was verändert hat. Da waren ja auch so ein paar Fans, Begeisterte, glaube ich. Schädelküste, ja. Mal gucken, ob sich dort was getan hat. Ui. Flup. So. Genau dorthin möchte ich. Ich mache mal den hier. Geht wahrscheinlich schneller. Ui. Hallo Mond. Na, möchtest du auch zum Konzert? So, das war ja dort hinten, ne? Gehen wir nochmal kurz dahin. Aber so viel Zeit muss sein. Aus dem Weg. Ich meine, das wird ja nicht die Stadt sein. Wird wahrscheinlich schon Unruhstadt gemeint sein. Alter. Jetzt sind hier plötzlich überall diese Hentai-Viecher. Was habe ich getan? Okay. Tschüss. Hier ist nix. Dann gehen wir zurück. Die Frage ist, Umstadt. Wo und wann vor allem ist das Konzert? Das ist mal noch ein Rätsel. Mal gucken mal. Vielleicht haben sie ihn auch hingeportet. Der Mond ist auf jeden Fall omnipräsent. Freut mich. Na? Fette Party hier. Party. Hallo Hühnchen. Mich mag er, aber Linky Boy mag er nicht. Schlag. Guck mal, wenn ich mich jetzt in Linky Boy verwandle, dann jagt er mich, oder? Okay. Soll ich mich jetzt hier noch umgucken oder soll ich einfach straight weitermachen? Ich habe keine Ahnung, wo ist das Konzert und wann vor allem das sein soll. Wurde ja nur gesagt, es ist in der Stadt. Da ist die Fee auf jeden Fall wieder. Könnten das Minispiel nochmal machen, aber sage ich nur. Na gut, dann komme ich ja nicht zum Konzert, ist kein Ding. Lass ich euch alle hängen. Tut mir leid, aber ich muss die Welt retten. Das ist wichtiger. Dann lass mal kurz zum Banker gehen. Was war das bitte? Kann ich das nochmal machen? Warte. Lol. Okay. Genug rumgealbert. So. Jetzt haben wir uns Rubinchen ein und dann... Hi. Was ist los? Kann ich dir nicht behilflich sein? Ja, ich nehme mein Geld. Ja, ich bin Link. Ich bin's. Linky Boy Freak. Genau. 163 Rubine. Ja, dann stocken wir das mal auf. Nun, ich möchte gerne alles. So. So. Bams. Ja. Eine Menge. Ja, klopf deine Schenkel, du. Mensch. Oh, du hast bereits 200 Rubine gespart. Du denk, kleiner Mann, hier hast du gespart eine Prämie. Ja, eine große Geldbörse. Moment, irgendwas kostete doch 100 Rubine, oder? War das nicht beim Schmied irgendwas? Nee, der Schmied wollte Goldstaub, ne? Oder Goldstaub und 100 Rubine, das kann sein. Oder war es Goldstaub? Irgendeinen Staub wollte er, glaube ich, um ein Schwert für immer zu verbessern. Und ich glaube, 100 Rubine wollte er auch noch. Aber ich habe keinen Goldstaub. Aber gut zu wissen, wir können mittlerweile
wahrscheinlich jetzt genug Geld mit uns tragen. Würde ich sagen, wie steht's eigentlich um die Zeit? Ja, ist eigentlich zu Ende, ne? Ne? Da würde ich sagen, mach mal im nächsten Part dann den Zeitsprung und gehen dann zum letzten Dungeon. Was wird das sein? Wir hatten jetzt schon einen Wald-Dungeon, einen Eis-Dungeon, einen Wasser-Dungeon. Dann fehlt ja noch quasi ein Feuer-Dungeon. Ja, wir haben ja noch die Wüste. Also entweder, ja, ein Sand- oder Feuer-Dungeon, ne? Eher Sand, weil einen Vulkan gibt es ja hier nicht in der Nähe. Ja, mal gucken. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich finde es immer noch total creepy, was der da macht. Moment, wenn ich zu nah dran bin, macht er das nicht mehr, ne? Guck mal hier. Was für ein Spasti. Tschüss!